Winterbedingte Straßenglätte führte vermutlich am Dienstagabend bei Holzschlag im Hochschwarzwald zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW T4 hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Der VW-Bus stürzte etwa 20 Meter tief einen Abhang hinab. Der Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, kam mit leichten Verletzungen davon. Aufwendig gestaltete sich die Bergung des Unfallfahrzeuges. Wir wurden in Kooperation mit der Firma Jacobi Freiburg beauftragt, einen verunfallten VW T4-Kombi aus einer Böschung hier an der Schauinslandstrecke zu bergen. Das Problem war, dass das Fahrzeug ungefähr 20 Meter von der Straße abkam und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde nur leicht an der Hand verletzt. Das Problem war eigentlich nur die Bergung, das Fahrzeug aus der Böschung hinauszuheben. Wir hatten dann einen Autokran eingesetzt. Die Schwierigkeit war der Bewuchs der Bäume, oder vom Bewuchs her war die Bergung etwas schwierig, dass wir mit dem Kran hineinfahren konnten, aber die Aufgabe wurde eigentlich zur besten Zufriedenheit gelöst. Das Fahrzeug steht wieder auf den Rädern. Die Bergung des Fahrzeugs aus dem unwegsamen, steilen Gelände zog sich über mehrere Stunden hin.